Wie Sie sehen, Sie sind leicht verwirrt da, ja. Ja. Leicht? Leicht ist untertrieben. Dann bin ich mal nur leicht verwirrt. Ich bin eher verwirrt, dass die Ladezeit schon wieder so grandios ist. So, warte mal, ich muss ja einmal meine Cam wieder auf die andere Seite schieben. So. So, Frau Aidari hat sich auch für 3,50 € ein neues Kostüm gekauft. Passt. Beziehungsweise ich hatte es noch auf dem Konto, Gott sei Dank. Also auf Steam. Von daher war das jetzt nicht halb so wert, aber ich wollte eigentlich meine Sachen, die ich da auch noch auf Steam habe, wollte ich eigentlich sparen. Hat super geklappt. Naja. Ja. Und dank Luna-Leinchen habe ich auch einen wunderbaren, schönen, tollen Glitzerbogen. Mit Mogris. Bin im siebten Himmel. So, warte mal. Also, weil ich auch so gut weiß, was wir als nächstes machen sollen. Kanalan. Ach, zum Sonnenwind. Ja, da haben wir doch unsere Teleport-Schriftrolle. So, ich hoffe, dass ich, wenn heute mal keinen übersehe, wenn hier mal jemand sein sollte. Was haben wir denn hier alles? Moon Temples. 47. Das können wir einmal annehmen. Der legendäre Waffenschmied können wir auch einmal annehmen. Ich weiß nicht, was für eine Quest für mich. Ah! Neues Spiel Plus freigeschaltet. Oh, okay. Deine Funktion kannst du bereits abgeschlossene Aufträge noch einmal. Ah, okay. Oh, okay. Werde ich nie nutzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nutze, liegt bei null. Das machen wir einmal. Warte mal, wir haben doch bestimmt. Achso, Prüfung. Folgende Bedingungen sind nicht erfüllt. Gangsterstufe mehr als 90. Warte mal. Aber hier wieder nebenbei rum. Rumstöbern. Musste ich dafür nochmal tun? Okay. Gut, ja. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Eine Stufe. Ich das. Oh. Ach so. Stufe 4. Oh Gott. Okay, es dauert. Hauptszenario.
Ja, gut. Huch. Dann melde ich mich dafür einmal an. Kann lustig werden. Sind ja, glaube ich, die man einmal täglich machen kann. Ah! Tatarum! Jedes Mal, wenn ich zu Minfilia muss, kriege ich schlechte Laune. Einmal betreten. Wenn das Bildschirm plötzlich schwarz wird. So, da hier. Ah, sehr gut. Du hast wohl den Gedanken der Bruderschaft der Morgenviper rausgehen sehen? Nee, ich habe nicht drauf geachtet, aber okay. Wir haben schlechte Nachrichten erhalten. Eine neue Prima-Sichtung. Ah, ja. Es erfordert keine große Vorstellungskraft, um zu raten, um welchen es sich handeln könnte, zumal die Nachricht aus Gridania kommt. Die X-Göttin Garuda oder Ramu, der Gott der Silfen, vielleicht sogar Odin, der ruhelose dunkle Ritter. Nur unsere Äthermessungen zeigen etwas völlig anderes an. Die Werte decken sich viel mehr mit dem kurz vor der siebten Katastrophe. Wir dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber es scheint, als hätten wir es mit einem alten Feind zu tun. Und warum gerade jetzt? Man könnte meinen, dass alles vom Willen eines dunklen Wesens im Hintergrund gesteuert sei. Wir können die Sache auf keinen Fall auf sich beruhen lassen. Dass die Verlegung des Sonnenwinds noch nicht abgeschlossen ist, lässt sich nicht ändern. Wir müssen trotzdem handeln. Eile voraus und melde dich beim erleuchteten Prior Forsey am Abdon der Bruderschaft. Wir werden auch Ida und Papa Limo dorthin entsenden. Es wird sehr wahrscheinlich zum Kampf kommen. Sei bereit und unterschätze die Lage nicht. Auch wenn du schon einige Prima erfolgreich die Stirn geboten hast. Ja, ich weiß. Okay. So, ich muss jetzt aber einmal ganz kurz unsere normale Ausrüstung einmal wieder anlegen. Fällt mir nämlich gerade ein. So, jetzt ist die Gegenstandsstufe auch bei 74. So. Okay, also, wo mussten wir hin? Anoskia. Dann teleportieren wir uns einmal dahin. Ja, machen wir erstmal Todesboot hin. Hallo, mein kleines Garfunkel. Gott, ist das toll, wir können fliegen. So, auf eine andere Instanz. So, da komme ich nicht rein, weil wegen und so. I believe I can fly. Ja, sozusagen. Wir haben aber auch lange drauf hingearbeitet. Okay, da muss ich rein. Dann möchte ich einmal zurückziehen. So aufheben. Verlass des Wanderers. Ah, lass mich rein. Das kann dauern.
Jetzt kann es dauern. Gut. Haben wir hier noch irgendwas zu tun? Westliches Lindoskea. Westliches Äußeres. Wäre hier irgendwas im Oberen? Okay. Die leider nur im Westlichen. Dann gucken wir mal. Dass wir zum Westlichen kommen. Phantominsel. Kann ich da nicht einfach rüberfliegen? Wahrscheinlich nicht. Das andere ist auch Phantominsel. Wahrscheinlich erst Phantominsel sein. Hallo, gute Fähre. Jetzt einmal zur Phantominsel. Ja, heute noch. Ich befürchte, ich werde es mit dem Fliegen übertreiben. Ja, da sind sie schon. Da ist einer. Ja, dich wollte ich eigentlich nicht. Egal. Achso. Bitte einmal anpassen. Krieg ich es auch mit einer mit 5 Stufen niedriger hin. Würde jetzt kein Problem darstellen. Okay, die haben wir. Aber wo sind die anderen Viecher? Nein, ich brauche ihn nicht. Ah, hier seid ihr. Sehr schön. Das ging jetzt doch schneller als gedacht. Ja, von hinten kommt auch noch einer. Oh ne. Hätte aber sein können. Die haben wir auch fertig. Südwald. Nee, Ostwald. Okay. Dann einmal zentrales Hochland. Weil wir ja da auch so selten schon gewesen sind. Weißenfels in diese Richtung.
Und wir fliegen mit unserer fetten Katze. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, welches Viech wir brauchen. Okay, okay. Das grenzt es auch ein. Nicht. Da wird es nicht sein. Seid ihr das? Ja, ihr seid es. Genau euch brauchen wir. Und wie viele? Fünf. So. Wir sind wieder um die Ewigkeit dran. Nein. Ja. Genau dich brauche ich. Also ich glaube, mittlerweile komme ich ganz gut klar. Ich bin immer nur noch so ein bisschen verwirrt, wo ich hin muss. So. So Kleinigkeiten halt. Hinten sind noch mehr Viecher, so. Ja, ist noch ein Viech. Raus aus dem Kreis. Wir brauchen noch einen. Well. Tschüss. So. Rakira. Wo auch immer ihr seid. Die habe ich auch hier irgendwo. Hier sind die komischen anderen Viecher. Ich finde die letzten Gegner nicht. Wie musst du minieren? Hier wird es nicht sein. Reiten zu können. Also fliegen zu können. Reiten konnten wir ja vorher schon. Drachenkadaver? Brauchen wir Drachen? Bin nicht. Hier müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Hey! Da! Und denn? Könnt ihr euch nicht verstecken? Ich finde euch trotzdem. So, wo sind die anderen Viecher? Ah, oh, da. Sehr schön.
Komm zu Mama. Oh. Komm zu Mama. Lass sie töten! Jetzt! Dasselbe geht für dich. Also die Map brauche ich nicht mehr. Du erst. Das klang fast, als wäre Fusch jetzt irgendwie irgendwo gegen gelaufen. Einen brauchen wir noch. Haben wir auch das fertig. Das ist alles im Ostwald. Das ist Modona. Rot. Dafür haben wir das hier. Der Rotbruch ist da unten. Frag mich ja immer, wie hoch man kann. Ich glaube, ich habe bisher nur ein einziges Mal die maximale Flughöhe erreicht. Ah! Zweites Mal! Ne, euch brauche ich nicht. Ich würde auch gerne mal in die Indie kommen, aber ich habe da zur Zeit kein Glück mit. Gut, gehen wir erstmal das eine ab. Ist sowieso nicht. Wo die anderen Viecher sein sollten. Stechen. Ich mich beides nicht haben, aber. Ah, okay. Hier geht's dann auf jeden einen rein. Goldklamm. Wo ist der Riesenhäuptling? Vielleicht da hinten. In 3 Jahren haben wir es dann auch gefunden. Nee. Sieht nicht so aus, als wenn er da wäre. Komischen Salamanderviecher. Da waren doch eigentlich auch keine, oder? Nee. Ah! Aber runtergeknallt. Ich bin den Rothäuptling nicht. Der Riesenhäuptling. Aber das ist das gleiche. Dieser. Stimmt, da drin könnte er auch noch sein. Das ja! Gefunden!
hier hinten noch einer. Und sonst? Okay, sonst haben wir hier auch nichts mehr. Das heißt, wir können in den Ostwald einmal. Lärchenruf. Okay, da haben wir eh nur eine Auswahl. So, also Morbel war's und alter Baumschrat. So, Baumschrat haben wir hier einmal im Angebot. Aber wo die Morbel sind, weiß ich nicht. Das erinnert mich auch stark an FF12 tatsächlich. Den einen Wald, den es da gab. Ich glaube, den Wald der Viera. War ähnlich aufgebaut. Und ich hasse ihn bis heute. Ui. So. Ist der große Feind. Ja, ich glaube. Ich glaube, der hieß so. Der erinnert mich sehr, 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 sehr stark hieran. Sehr, sehr stark. Body of Shadowbringers. Wieso? Bin neugierig. Ah, Morbol. Weil er da drin vorkommt. Möglicherweise. Eventuell. Rein hypothetisch gesehen. Ey, das ist nicht dein Ernst, Luna! Was sagst du nicht mehr? Was? Ich bin schon wieder zu blind.
Sag mal, weißt du, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich mal auf Anhieb finde, ne? Ich glaube, zweimal ist das bisher vorgekommen. Zweimal. Zweimal. Natürlich mit dir ist der Höpfchen gekillt. Ja, super. Und wie oft hast du nicht hineingegrinst und gedacht, okay, jetzt musst du mich sehen, jetzt musst du mich sehen. Und nichts dergleichen ist passiert. Ja, sieht geil aus. Ja, gefällt mir. Oh, Glitzer. Hügel, Glitzer. Toll. Haben will. Immer noch. Nur 80 Volt mit Fähigkeit. Ich glaube, ich komme nicht drum herum, das mal zu machen, oder? White Mage. Komm ich nicht drum herum. Ich werde das auch machen. Aber das Geilste ist schon, wie lange ich schon wieder warte, um überhaupt in eine Gruppe reinzukommen. Ah, ohne Vier. Ich bin jetzt zufrieden, dass ich reiten kann. Fliegen. Reiten und fliegen. Oh, wo nee, Südwald. Sylphenland. Sylphenland. Oh, ich habe hier doch noch was zu tun. Ganz kurz FK. Okay, bis gleich. Ich hoffe, dass ich in der Zeit vielleicht mal in die eine Indie reinkomme. Und oder irgendwas erreiche. Willkommen zurück. Das nenne ich mal geile Pilze. Wo sind meine Viecher, die ich brauche? Echt krasses Zeug. Kennst du die damit aus, oder was? Da ist was. Wirklich. Ja, ich kann einen Zorn. Möchte ich's wissen? Wunderbare Schließfächer. Oh Gott. Warum ahne ich Übles? Also sagen tut's mir tatsächlich überhaupt nichts, aber... Diese Entity... Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wie viele brauche ich von den Viechern? Drei noch. Da ist noch ein Viech. Komm her, du Stück Kot. Komm, renn hier auf den Meter. So. Hallo. Oh je. Yeah.